So, moin moin wieder bei Senior Didi. Ich glaube, ich muss das erstmal hier bisschen richten und gerade machen so. Hallo, hallo. Ich mache mir heute die mixolydische Tonleiter. Habe ich so in der Mache. Das heißt also, die fünfte modale Tonleiter von C-Dur, ne? Mixolydisch. Aber natürlich auch auf dem Bass spielen wollen. Bin ja Bass am Üben jetzt. Aber hier, mixolydische Tonleiter. Ist eine mixolydische Tonleiter, ja? Noch eine Oktave. Die fünfte Tonleiter von C-Dur, also die modale Tonleiter. C, D, E, F, G. Ne? Da kommt die Eolische, Logische und sowas. Und ich mache jetzt mal die Schlüsselnote C, die Eolische Tonleiter. Das heißt also von der C-Dur-Tonleiter D, E, F, G. Von hier aus die modale Tonleiter, das heißt also das G wird genommen als Grundton und dann die C-Dur-Tonleiter durch. Ja? Also nicht G-Dur spielen, sondern G, das ist ja mixolydisch, das ist ne, von C-Dur, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, fünfte modale Tonleiter, ne? Die sechste ist E-Oll. Jetzt habe ich Folgendes vor. Das habe ich ja alles schon geübt und gemacht und getan und sowieso. Ich mache das mal leiser, das knarrt und knurrt da. Und ich will das ja auf dem Bass üben. Jetzt will ich mir dafür, dass ich die mixolydische Tonleiter üben kann. In einer Oktave. Zweite Oktave, dritte Oktave, also die mixolydische Tonleiter. Es gibt ja sieben modale Tonleitern. Das ist jetzt die fünfte modale Tonleiter von C-Dur. Mixolydisch. Aus dieser Tonleiter kann man einen Akkord bilden. Das heißt also wieder die Terzen aufsetzen. Den dritten Ton, den ersten Ton, den dritten Ton und den fünften Ton. Die zusammen ergeben dann drei Töne hintereinander einen Akkord. G-Dur-Akkord. Dadurch kann man dann, davon kann man wieder die Tonleiter nehmen. Ne, da passt ja G-Dur. G, also C-Mixolydisch, ne? G-Dur-Akkord. Oder G7 kann man auch machen, ne? Dann die mixolydische Tonleiter. Und ich will jetzt Folgendes machen. Damit ich das üben kann, mache ich mir jetzt mit der Gitarre auf der Loopstation jetzt erstmal einen Backing-Track. Das heißt, ein ganz einfaches Ding mache ich mir zusammen. Ich werde mal gucken, welchen nehme ich da. 99, ich nehme jetzt hier die Spur 99. Die belege ich jetzt. Na, oder Speicherplatz kann man auch sagen. 99, den merke ich mir jetzt. Dazu will ich jetzt einen Rhythmus haben. Das mache ich mir mal mixolydisch, ja, da kann man so balladenähnliche Sachen machen. Mixolydisch ist ja auch eine schöne Tonleiter. Das benutzen auch viele Rockmusiker eigentlich auch so. Und auch die, die gerne Balladen machen. Ne? Blues, Balladen, Sidestick. Mal gucken, was da für ein Sound ist. Na, da geht ja darum, dass ich jetzt Akkorde dazu bilde. G-Dur ist ja der Grundakkord. Und darauf kann ich ja. Die mixolydische Tonleiter üben. Hinterher auf dem Bass, ne? Oder auf Gitarre oder auf ein anderes Instrument. Dafür mache ich mir jetzt einen Takt. Mal gucken, ob das passt. Ballade, Sidestick ist das jetzt. Mal gucken, was jetzt noch ist. Shuffle.
Ne, zum Beispiel G-Dur, D-Moll, F-Dur, T-Dur. G-Dur, D-Moll, F. Ne, da könnte man zum Beispiel jetzt die Mixolydien auch spielen. Aber ich will vielleicht noch einen anderen Takt nehmen. Mal gucken. Das ist schon langsamer, ne? Aber das ist dann schon. Könnte ich auf 100 stellen? Sieht ja, dass man das übt. Ne? Das soll man auch nicht zu schnell machen, schön langsam dann. G, A, H, C, D, E, F, G. G, A, H, C, D, E, F, G. Das ist die Tonleiter. Ist egal, welche Oktave man da macht. Kann man auch hier jetzt höher gehen. G, A, H, C, D, E, F, G. Ne? G, A, H, C, D, E, F, G, A, H, C. Ne? Es geht immer um die C-Dur-Tonleiter. Bloß man fängt jetzt hier mit beim Mix und nicht mit G an. Ja? Und jetzt mache ich jetzt mal die Kadenz. Ja. Ja, kann man machen, ne? Also G-Dur, D-Moll, F-Dur und C-Dur. Das sind im Grunde von den Stufenakkorden G-Dur, D-Moll, F-Dur, C-Dur. Ne, diese Akkorde hintereinander spielen. Das wäre schon mal was. Das ist ein bisschen lebendig, ne? Der hört sich schon ganz gut an. 76 BPM ist schon langsam, kann man üben. So, jetzt ist folgendes. Wenn ich jetzt einen Backing-Track erstellen will, dann muss ich jetzt erstmal. So, den habe ich jetzt rausgesucht, ja? Das ist auch ein Side-Stick. Vom Takt her und ne, sagt man so Side-Stick, das macht der Schlagzeuger, tak, 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 tak. Und jetzt kann ich hier meine, wenn ich hier drauf drücke, einen Loop erstellen. Das heißt also, ich muss mir jetzt erstmal einen Sound für die Gitarre schaffen. Der hier, der war ja im Grunde nicht dafür geschaffen. Wir müssen auch nicht anders machen. Ja, hört sich richtig cool an, auch wenn man rockt. Das ist richtig die Tonart, ne? Metallern, ich nehme das aus, wie ein Rockkabel. Ja, mixolydische Tonleiter. Hier überall, irgendwo hier ist auch ein G. Ja, von hier aus anfangen zu üben. Ja, so, da kann man hier überall das ganze Brett spielen. Also immer wieder die C-Dur-Tonleiter, bloß der Grundton G. Ja. So, und jetzt werde ich mal gucken, dass ich mir den Sound mal hier anders einstelle. Das Speaker und Amp brauche ich. So, und Equalizer, das ist jetzt schon für den Backing-Track. Mache ich mir jetzt mal schön
So, Equalizer. Gehorchen. So, feinen Sound mache ich da. Ne? Da mache ich jetzt hier nicht so mit Effekte, sondern das soll schon so richtig schon. Bisschen heller noch, ne? So, ich würde jetzt sagen. G-Dur, das ist jetzt die Kadenz, die ich jetzt aufspiele, ne? Ja, das sind vier Akkorde. C-Dur, D-Moll, F-Dur und C-Dur. Lass ich durchlaufen, aber das hört sich noch nicht gut an. Das hört sich noch zu hell an, ne? Besser. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier noch ein bisschen was basteln kann. Das ist ein bisschen zu hell. So. Ja, das ist weicher. Ne? So. Jetzt mache ich mal eine Kadenz. Das heißt also, ich muss jetzt im Grunde diesen Takt hier einhalten und die Kadenz einmal durchspielen. Das ist ein 4/4-Takt. Ja, und dann mache ich eine Kadenz jetzt einmal raus. So stehen lassen. Das könnte ich jetzt so stehen lassen und durchlaufen lassen. Das ist jetzt wie, als wenn ich ein Tonbandgerät habe und habe das jetzt aufgenommen. Jetzt mache ich das mal ohne Schlagzeug, die Aufnahme mal hören. Ist er laut drin? Ja? F, C. G-Dur. D-Moll oder hier, F-Dur und C. Du-Ton hat aber immer nach G hinkommen. Grundton, G, G. G-Dur. C mixolydisch, also von C, 1, 2, 3, 4, 5. Modale Tonleiter. So übe ich das immer. Dann gehe ich auch hier mal nach G hin. Das ist ja so, ne? Er hat auch einen ganz anderen, einen
anderen Sound als die Äolische, ne? Die hat auch einen schönen, so eine Klangfarbe, sag mal, diese Mixolydische. Ich mache jetzt mal Rhythmus bei. Das. Jetzt werde ich mal sagen, wie gesagt, der Becken, diesen Becken, der steht jetzt, den will ich jetzt auf Kanal 99 speichern oder Speicherplatz, ne? Dann kann ich, habe ich da mal wieder Zugriff drauf. Executing. So, ist er jetzt gespeichert, ne? Kann ich den immer wieder abrufen. Wenn ich jetzt hier eine Nummer habe, hier 8280, jetzt gehen wir auf 99, habt ihr den wieder. Ja? Darauf kann ich aber auch Bass jetzt üben. Ich wieder keine Gitarre üben, sondern einen Bass, ne? Das hier, mixolydische Tonleiter. Und jetzt mache ich mal einen Quantensprung. Lege ich die mal zur Seite und hole mal jetzt ganz schnell den Bass. Ne? Dann kann ich jetzt darauf auf der mixolydischen Tonleiter Bass üben. Ja? Nur kann man das mit, im Grunde mit jeder Kirchentonleiter machen. Muss ich mal gucken, jetzt habe ich hier Knoten in der. So. Okay, so. Lass mal entsorgen hier, Gitarre Mio. Und jetzt mache ich mal hier den Bass. Und da kann man die mixolydische Tonleiter jetzt auf dem Bass üben. Ne? Oder auf dem. Wie sagt man? Auf dem Piano. Oder ist egal welches Instrument. Mixolydische ist ja mixolydisch. Ne? So, habt ihr hier schon was? Kann ruhig ein bisschen lauter, ne? Weil da ist jetzt eine andere Anlage, hier habe ich ja ein bisschen getrennt. So, mal gucken, ob ich da ein bisschen Soundfuchs kriege. So, jetzt im Grunde diesen Backing-Trick kann ich jetzt dafür für nutzen, um die C mixolydische zu üben. Ne? Jetzt will ich das mal ein bisschen näher hier rangehen, dass man das auch sieht, ne? Wie die mixolydische gespielt wird. Die mixolydische Tonleiter ist ja eine ganz einfache auch. Ne? Alle sieben modernen Tonleitern sind einfach, wenn man sie kennt. So, dann fangen wir mit C an. C, D, E, F, G. Dieser Grundton wird genommen, G, und dann wird die C-Dur-Tonleiter weitergespielt. Mehr ist er nicht, von G nach G. Ja?
Das muss man üben und dann kann man dann Folgendes machen. Die mixolydische Tonleiter besteht aus G, A, H, C, D, E, F, G. Ne, und jetzt will ich versuchen, dass ich das auch sauber spiele mit dem Backing-Track. Ne? Da fange ich immer ganz langsam an. Ich gucke erstmal, dass ich immer nur die Akkorde spiele. E. E, ne? Das ist jetzt erstmal nur die Grundtöne von den Akkorden, wohl? D. F. C. Mixolydische. G. Ne? G, Grundton. G, A, H, C, D, E, F, G. Ne? Geh mal hier hoch nach G, hier hat man außen G. Ich spiele dasselbe, was ich hier spiele, ne? Die mixolydische Tonleiter. G Grundton, C, C, D, E, F, G Grundton. G Dur. Also, nee, G Grundton. A, H, C, D, E, F, G. Hier ist ein G. So, machen wir hier mal ein G. Das ist auch ein G. Bei mir, ich habe eine H-Seite, da habe ich auch hier ein G. So, jetzt mache ich die mixolydische. Beim fünfseitigen Bass jetzt, ne? G. G, A, H, C. Das ist ja die E-Seite. H, C. D, E, F, G. A, H, C. D, E, F, G. Gitarre hier, Bass. Da rutscht mir auch meine Beine wieder. Nochmal einmal. Mixolydische. G. A, H, C, D, E, F, G, A, H, C. D, E, F, G. A, H, C. Da muss man immer die Tonleiter hochgehen. G. Akkord zusammen, ne?
Warte mal, ich sage den anderen G-Dur. Die Noten eingeprägt hat. Ich mache jetzt mal mit Rhythmus ein bisschen. Das Tap, ne? Kann man ein bisschen leiser machen hier. Kann man schön leise im Hintergrund laufen lassen. G. C, D, E, F, G. G, A, H, C, D, E, F, G, A. E, F, G. G, A, H, C. G. Dass ich das jetzt auch leiser noch mache. Jetzt will ich mal
den Takt ein bisschen im Griff nehmen. Und jetzt mal gucken, dass ich jetzt auch so ein Doppelmann spiele, ne? Auf den mikrolydischen, nicht nur einzeln. Nur auch richtig wandern gehe. So. Man kann auch so einen Walking-Bass machen, ne? Dann lernt man auch ganz gut die Tonart, wenn man. Ich finde immer tap, 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 tap. Also wenn man läuft oder geht, wenn man die Tonart üben, ne? Dann mache ich auch mal gerne. So einen Walking-Bass nennt sich das. Mixolydisch. Ja, aber falsch. Man muss ja mal in diesem mixolydischen Schema dann bleiben, ne? Mixolydische spielen. E, F, G. Fängt mal hier mit dem Mixolydischen an. Ne? Nun kann man überall anfangen, ne? Wenn man weiß, wie die Tonleiter hergehen. Ja? G, A, H, C. D, E, F, G. Haben wir mal G, weiß? Hier ist auch ein G. Ist auch ein G, ne? So, jetzt mache ich noch mal eins. Nicht so lange hinziehen. Auf jeden Fall kann man mit diesem Backing-Track jetzt schön mixolydisch üben. Ne? Darum geht es mir eigentlich. Hab ich jetzt erstellt und wenn ich mal Bock habe, mache ich auf 99, dann habe ich die mixolydische. Ja? Und dann kann ich jetzt 7 modale Tonleiter machen. Mixolydisch, eolisch oder logisch. Ne? Das werde ich mal nach und nach aufbauen. Das war natürlich jetzt die 5. modale Tonleiter. Die 6. wäre eolisch, also A-Moll. Ne? Und so weiter. Jetzt will ich mal dasselbe nochmal machen mit. Das war 1, 2, 3, 4, 5. Die 5. modale Tonart, dann aber jetzt in anderen Form. Das ist auch G, ja? Ja, kann man das vielleicht noch besser hören? Ja, mit der Kadenz sieht ja, wenn man die kann, dann. Am besten erstmal mit dem Grundakkord üben. G-Dur ist das, ne? Da kann man die Mikrofonische üben. Da mal mit tappt. Dann will ich mich damit verabschieden. Ja, ich will das nicht so lang ziehen. Also da ist die Grund, also Schlüsselnote C, 2, 3, 4, der 5. modale Tonart, da ist G. Daraus macht man dann die, aus dieser modalen Note das G-Dur. Dann kann man diese modale Tonart dann darauf üben. Ne? G.
E. Ja. G. Auf dem Mixolydischen kann man ja auch noch mal drüber reden. Macht man die Mixolydische Tonleiter? Man kann darauf auch die Dur-Tonleiter spielen. Man kann da aber auch drauf spielen. Mixolydisch. Das wäre jetzt Dur und Mixolydische. Ist dann dieser Ton, oder? Wie dieser Ton um halben Ton vermindert. Dann hat man von der Dur-Tonleiter die Mixolydisch auf einmal. Dur-Tonleiter, Mixolydisch. Ja, dieser Unterschied, ne? So. Ich würde sagen, das reicht dann auch, ne? Ich wollte nämlich heute noch was anderes erledigen. Mal gucken, wie viel Zeit habe ich da? 37 Minuten, das ist doch passend. Dann ist das schon ganz gut was geschafft heute. Eigentlich bin ich immer damit unzufrieden, dass es unter einer Stunde ist. Also, aus der C-Dur-Tonleiter machen wir mehrere Schritte. Das heißt, C, D, E, F, G, A, H, C. Daraus machen wir Tonleiter, dann Akkorde und die spiele ich nach und nach jetzt mal durch. Und diesmal geht es um die fünfte modale Tonleiter. 1, 2, 3, 4, G. G wird als Grundton genommen. C-Dur-Tonleiter spielen. Aber immer von G nach G dann, ne? Bis nach G. Also G ist. Da fängt man dann immer an. Was ich jetzt noch machen könnte, das wäre ja auch normal. Das mache ich nämlich auch schon des Öfteren jetzt mal, dass ich mal nur mit Takte arbeite. Ne? Das heißt also im Grunde, den lasse ich einfach jetzt laufen hier. Und danach kann man dann auch, das ist ein Metronom, ne? Kann man die Schnelligkeit einstellen, dass man auch sauber im Takt bleibt immer. Ne? Kann man auch dafür üben. Mixolydisch. Umdrehen, ne? Genau, das ist ein bisschen besser. So. T. H, A, G. F, E. Mixolydisch, G. Dann versuche ich auch wieder verschiedene Anschläge hier. Und zwar. So.
kann ich mich auch, wenn ich das mal verändere, mache ich mal ein Vierviertel. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Das ist jetzt ein Vierviertel. Der andere war ein Nullviertel, da kann ich ja, also der war nur ein Metronom. Das ist jetzt ein. Ist mal der 1. 1 ist die Klingel. Das setzt sich dann immer an, ne? Das war die Dur-Tonleiter, dann mache ich die Mixolydie. Nachher die Klingel gehe, mache ich jetzt halt mal jeden vierten Takt, da mache ich jetzt mal einen vierten Vierer raus. Also eine Quadrole, sagt man, vier Anschläge. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jetzt machen wir das langsamer. 4, 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 5 Viertel, 6 Viertel. 3, 4, 5, 6. Das ist ein Sechser jetzt, ne? 6 Anschläge auf 4, ne? 2, 3, 4, 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Man kann das so spielen, wenn man will. Man muss halt üben, ne? So, dann bin ich nochmal. Ja, jetzt mache ich Feierabend. Das ist doch, ich bin so ein Zeitdruck. Ich will da noch ein bisschen rumflexen, aber ich würde sagen, bis dann. Schön und fleißig üben, oder? Ich bin auch dabei. Musik ist schon cool, oder? Jetzt ist das richtig arschkalt draußen, so an 0 Grad. Gleich traue ich mich mal raus, oder? Schön dick anziehen, wenn es geht.